war ein Mitbringsel meiner besten Freundin zu einer Sexparty. Wenn man länger in einer Beziehung ist, dann ist es ja die Kunst, sag ich mal, die Aufregung und die sexuelle Attraktion auch am Leben zu halten. Der Alltag brennt das ganz grauenhaft herunter. Also ich bin Dominique Insomnia und ich betreibe den Insomnia Nachtclub. Und Sex hat mich schon immer am meisten interessiert im Leben. Von daher haben alle meine Lebensstationen auch damit zu tun. Ich habe angefangen als Domina. Ich habe über 30 Jahre lang auf der Bühne gestanden mit erotischen Performances, Porn-Art-Performances. Ich bin Partyveranstalterin. Lange bevor ich das Insomnia aufgemacht habe, war ich Partyveranstalterin im KitKat-Club. Ich habe viel mit dem Fernsehen gemacht, ich habe viele erotische Filme produziert. Ich war in einigen Talkshows, habe auch selber mal eine Talkshow gehabt, war jetzt bei RTL 2, Stranger Things, als Sexcoach. Also rund ums Thema findet man mich. Dominique fing früh an. Mit 16 strippte sie in Bars, mit 18 erfuhr sie ein Geheimnis ihrer Mutter, das auch ihren beruflichen Weg ebnete. Ich habe in jungen Jahren erfahren, dass meine Mutter als Domina arbeitet und fand das von Anfang an sehr faszinierend und sehr interessant und wollte unbedingt diesen Beruf auch ergreifen. Und so habe ich mit ihr gemeinsam Ende der 80er Jahre unser Domina-Studio aufgemacht. Das haben wir 10 Jahre lang gemeinsam geführt. Und ich habe schon früh nicht verstanden, warum ein Mann, der viele Frauen hat, der Hengst ist, ja, und die Frau, die ist schlecht, ja. Also das Wort Schlampe im schlechten Sinne zu verwenden, verstanden, habe ich auch nicht akzeptiert als meine Realität. Fand ich immer unpassend für mich. Und dann bin ich irgendwann Mitte der 90er eben mit Techno, mit KitKat und mit all dem in Berührung gekommen. Und das hat mich halt sehr inspiriert und hat mich halt ins Partyveranstalterleben sozusagen gepusht, wo ich im März 1997 die erste Insomnia-Party im KitKat-Club noch damals in der Glogauerstraße veranstaltet habe. Und das ist halt auch, was Insomnia ist. Die Wurzeln sind ganz klar im KitKat. Wenn ich es da nicht gelernt hätte mit den Partys, dann hätte ich vielleicht das gar nicht geschafft, so einen Club zu machen. Aber man muss was anderes machen wie das KitKat. Weil wenn man es nachmacht, dann verliert man nur. Und wenn die Leute so fragen, was ist denn so der Unterschied? Dann ist ja das KitKat ein großartiger Techno-Club, in dem man auch mal Sex haben kann. Aber das Insomnia ist ein Sex-Club, in dem man auch mal Techno-Partys haben kann. Also das Insomnia ist ein hedonistischer Nachtclub. Und Hedonismus bedeutet erstmal allgemein das Streben nach Glückseligkeit. Und das ist ein Ort, das ist ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene, die Lust haben, ihre Sexualität zu entdecken. Vor allem gemeinsam zu entdecken, selbst wenn andere involviert sind. Weil so ein gemeinsames Erlebnis auch auf unglaubliche Art und Weise zusammenschweißt. Wenn man länger in einer Beziehung ist, dann ist es ja die Kunst, sag ich mal, die Aufregung und die sexuelle Attraktion auch am Leben zu halten. Der Alltag brennt das ganz grauenhaft herunter. Wenn Kinder, Schwiegermütter und Hunde noch beteiligt sind, noch viel mehr. Oder noch ein Hobby und sowas. Also man muss sich schon irgendwie aktiv in der Beziehungsarbeit halt auch mal Zeit nehmen füreinander. Und ich sag mal, immer ein bisschen schauen, dass genug Holz im Beziehungsfeuer liegt, damit es ordentlich lodert. Und man muss halt ab und zu mal rausgehen in den Wald zum Holzhacken. Und das Insomnia ist ein verdammt guter Wald zum Holzhacken. Aber er ist nicht der einzige. Ihrem Partner Uwe begegnete Dominique zum ersten Mal in einer Gruppe von 6 nackten Menschen. Uwe war ein Mitbringsel meiner besten Freundin zu einer Sexparty. Und das war schon mal so, hat uns schon, es war schon ganz schön Energie mit uns so zusammen. Aber es sollte dann noch mal 7 Jahre vergehen, bevor wir dann tatsächlich zusammengekommen sind. Weil beim Swing gilt halt auch, dass du dich eben nicht verliebst und dass, wenn du merkst, dass es halt schwierig wird, du da auch natürlicherweise einen Abstand reinhaust. Und ich war ja mit meinem Mann zusammen und das gehört sich dann auch einfach nicht. Aber als ich mit meinem Mann nicht mehr zusammen war, dann irgendwie so 3 Monate später, dann so, übrigens, ich bin jetzt solo. Und seit dem Tag sind wir zusammen. Gesehen und zusammen. Wahre Liebe lässt frei. Das ist erstmal das, was total paradox ist, aber was fundamental ist. Und Uwe versteht es auf
eine ganz besondere Art und Weise, mich zu lieben und mir das Gefühl von Bindung zu geben und trotzdem mir genug Freiraum zu lassen, weil ich sonst wie so ein Stück Seife bin, was du versuchst festzuhalten und es dir dann nur noch aus der Hand flutscht. Das wird dann auch nichts, ne? Das, wenn du da zu rigoros bist mit mir, mich weg. Und das schafft er so, diese Balance so. Und auch so dieses, dass er mich immer wieder neu interessiert. Also dass er immer wieder dieses auslöst. 9 Jahre sind Uwe und Dominique jetzt ein Paar. Ihre Urlaube verbringen die beiden in Swinger-Sommercamps. Sie gehen gemeinsam auf Erotikpartys. Also wenn man nicht zusammen als Pärchen losgeht, dann bildet sich sowas, was ich sonst nur aus Fernsehserien kenne. Nämlich der Typ geht mit seinen Kumpels los. Was passiert denn an so einem Abend? Die bechern und konzentriert den Alkohol in sich hinein. Fantasieren darüber, was sie mit eventuell vorhandenen Frauen gerne machen würden, wenn sie denn nicht mit ihrer zusammen wären. Ja? Schlimmstenfalls kippt es und sie ziehen es durch. Ja? Kommt darauf an, wie groß der ehrliche Frust und wie lang der letzte Sex her ist. Schlimmstenfalls kommen sie dann noch mit einer Absicht nach Hause, wollen über die Mutti rüber, die hat aber gar keinen Bock auf den besoffenen Typ. Also ist alles Hühnerscheiß. Da kommt nichts Gutes bei raus. Sie trifft sich mit ihren Freundinnen, was machen die? Was für scheiß Kerle? Vergiss den ganzen Scheiß. Mach dich frei davon. Hört auf, euch vorzuwerfen, warum, was, wie nicht funktioniert. Überlegt lieber die Frage stattdessen, was wollen wir stattdessen? Wir wollen nicht den Was wollen wir? Wir wollen Geilheit, wir wollen dies, wir wollen das. Okay, wie kriegen wir das hin? Nur so. Du musst von diesem Level, dich zu behaken, einfach aufhören. Und rübergehen auf das nächste Level, nämlich zu erwachsen miteinander zu sprechen. Okay, das ist irgendwie, unser Sexleben ist in letzter Zeit ganz schön eingeschlafen. Was können wir denn tun, damit es wieder geil und interessant und aufregend wird? Und dann kommst du auch auf Ideen. Dominique schwört auf Sex mit anderen als Teil der Beziehung und auf gemeinsame Abende in Erotikclubs wie dem Insomnia. Also für die Neulinge empfehle ich mal, am Freitag oder Samstag herzukommen. Das sind hedonistische Tanzpartys, wo, sage ich mal, der Akzent auf Flirten und Feiern und Tanzen liegt. Wenn sich was ergibt, dann kann man das hier gleich vor Ort machen. Man muss nicht erst nach Hause gehen. Also man sollte das so als erweiterten Feierraum, sage ich mal, sehen. Und die Partys unter der Woche, die sind schon adressiert an Menschen, die zumindest schon mal ein bisschen Kontakt damit hatten, die ungefähr wissen, was sie wollen. Weil es macht keinen Sinn, auf eine Sexparty zu kommen, wenn du auch nicht im Kopf hast, irgendwie dich sexuell zu betätigen. Also wenigstens mit deinem Partner. Also du musst ja nicht die halbe Mannschaft vögeln, aber doch wenigstens untereinander irgendwie. Das wäre schon so als erotischer Beitrag zum allgemeinen Geschehen schon so ganz gut. So, und wenn du über die Hürde noch nicht rübergehen willst, dann komm lieber am Wochenende. Also wir haben so ein generelles Outfit, mit dem man eigentlich fast überall reinkommt. Das ist, sag ich mal, so sexy, kinky, fetisch, elegante Abendgarderobe. Weil man muss verstehen, wir wollen eine besondere Atmosphäre, die anders ist als woanders. Wenn alle in Jeans und Turnschuhen rumstehen, dann ist es so wie immer. Dafür braucht man nicht herkommen. Und manchmal haben wir Motto-Partys, die Klinik der verrückten Schwestern oder was weiß ich, Halloween oder zu Weihnachten oder was auch immer. Wo man eben auch noch ein bisschen weitergehen kann, sich kostümieren kann. Aber eigentlich gilt der Punkt, verkleide dich nicht, erfinde dich neu. Und zieh dir was an, was du dich vielleicht sonst nicht traust anzuziehen oder was du vielleicht sonst nur in deinem Schlafzimmer anziehst. Also wenn du eigentlich vor dem Spiegel stehst und denkst, oh mein Gott, so kann ich nirgendwo anders hingehen, dann wirst du richtig angezogen.